Du kleines Schweinchen, ruft er da. Das ist nicht witzig, Mann. Das erinnert mich gerade an was. Ja, ich weiß. Na und? Alter, wie schwer ist das, den Arsch zu treffen? Sag das schon wieder, du kleines Schweinchen. Dann muss das wohl stimmen. Ich ziehe dem voll auf die Eier und den kratzt es nicht. Ah, ich hab den Sniper getroffen. Ha! Der Sniper ist tot! Yeah. Das Gute ist, du musst nicht nachladen. Nicht so wirklich. Ich muss nicht nachladen, ach so. Nein, ich. So, warum brauchst dann du? Ich muss einfach nicht nachladen. Stehen. Leben, Leben, Leben. Ach, ich brauche kein Leben. Ich bin voll mit Leben. Leben, Leben, Leben. Hast du Gold? Da drüben wäre Gold. Da hinten liegt Gold. Ich möchte das Gold. Gold. Ein Kristall. Ein Kristall. Alter Mann. Ah, von wo? Ich höre Hunde. Erinnert mich an Call of Duty. Welches? Das, was ich let's played habe. Mit den Hunden. Modern Warfare. Hä? Modern Warfare. Ja, Modern Warfare. Call of Duty 4. Halt. Keine Ahnung, was für ein Teil das ist. Ja, Modern Warfare. Das sagt ja was. Ja. Oh, ich habe gerade irgendwas kaputt gemacht. Alter! Renn doch da rüber, Mädel! Boah, die kann so ein Dinger machen. Kann sich rollen. Nein, doch. Alter, bist du blöd? Okay. Wie kommt denn der Arsch jetzt da drüben hin, bitte? Jetzt. Ich glaube es nicht. Meine Fresse. Na bitte. Ich ihn getroffen. Ha. Stirb! Headshot. Nee. Ach, Caddock. Ich würde dir doch helfen. Caddock macht alles alleine. Geht's hier hin? Kann man baden. Ich will baden. Lass mich baden. Dann nicht. Möchtest du auch baden? Mit wem? Ja, mit mir. Ich will auch baden. Dann ja. Okay. Let's bad. Let's bad. Ja, das gibt dann Special demnächst. Let's wir beide bad. Wir beide baden und das nehmen wir auf und stellen es ins Internet. Nein. Warum nicht? Weil ich nein sage. Du wirst so viele Subscriber dadurch bekommen, wenn die mich nackt sehen. Ach so, wenn die dich... Ja. Das ergibt Sinn. Hm? Nicht.
Gold. Überall Gold. Und überall Kristalle. Und da liegt noch... Ah, gib mir Dingsy. Ich will haben. Wieso kann ich da nicht hin? Willst du mich verarschen? Ich komme nicht an die... Oh, wer droppt das denn so doof, dass es da in die Wand reinfällt? Meine Güte. Und nimmst du gleich auch noch eine Runde Bioshock auf? Darauf warten alle am meisten. Nein. Mann. Tun sie gar nicht. Wohl. Wir können ja mal die Zuschauer fragen, was wollt ihr lieber sehen? Hunted oder Bioshock? Ich wette Assassin's Creed. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ha! Ich gebe voll viele Headshots. Ist witzig. Ich kann eigentlich überhaupt nicht zielen mit dem Ding, aber so langsam gewöhnt man sich daran. Aua! Von wo? Kannst du mal stehen bleiben, du Hampelmann? Dass ich den ordentlichen Heli verpassen kann? Vielen Dank. Aha. Ah, von wo, meine Güte? Ups, vielleicht sollte ich mal einen Heiltrank nehmen. Ja, ich bin beim richtigen Spiel, oder? Drücke E zum Überspringen der Zwischensequenz. Wann kriegen wir denn sowas? Drücke B, um die Evolution abzubrechen. Ah, spielen wir Pokémon? Wow, du hast das erkannt. Bin ich von gestern? Nein. Oh Mann. Ah, wieso rennt er hinter mir her? Ist der denn dumm? Wo bist du, Kenner? Hilf mir! Halt mal still, du Arschloch! Du wirst deinen Platz werden. Ha! Voll in die... Ha! In die Luft gesprengt und tot. Mhm. Habe wieder mehr geschafft. Haha, habe wieder mehr geschafft, sagt ihr Lara. Vielleicht will Kedok aber gar nicht mit mir mithalten. Das ist natürlich möglich. Aber ich denke schon. Die Männer wollen die Frauen immer übertrumpfen. Sie wollen es nicht nur. Doch, sie wollen es nur. Und dann bilden sie sich ein, sie könnten es. Aber manchmal sind Frauen einfach besser. Ja, stimmt. Im Kochen und Bügeln. Mann, wieso geht hier die Tür nicht auf? Ah. Ne, nicht nur da. Auch im Brüste besitzen. Stimmt, das sind sie auch besser. Ja, ich habe einen Totenstein gefunden. Obwohl, manche Männer machen da den Frauen schon Konkurrenz. Ja, wenn sie fett sind, ja. Zum Beispiel der EDV-Fettsack aus Pia. Ja, wer sich ein Vier-Let's-Play angucken möchte, mit einem EDV-Fettsack Norton Mapes heißt der, oder? Ja. Der chipsfressende Admin. Der heißt wie ein Antivirenprogramm. Norton. Ja, aber er ist der Virus. Das Virus. Was hat der Typ jetzt gelabert? Ach so, wir müssen jetzt hier nach Seraphine suchen. Kann Seraphine nicht nach uns suchen? Die ist doch so eine Hexentante. Hey, können wir aufmachen. Boom, bitch. Goldtruhe. Mit 100 Gold. Oh yeah. Gibt's irgendwas, wofür wir das Feuer benutzen könnten?
nämlich gerade ein Feuer war. Wie sie stöhnt beim Laufen, das ist witzig. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Wovon? Boom, bitch, get out the way, get out the way, bitch, get out the way. Aha, das muss aber ich glaube, die singen move, bitch. Ja, ich sing boom, bitch. Achso. Kannst du nicht einfach solche bösen Ausdrücke in deinen Let's Plays verwenden? Kann ich wohl. Hier sitzt ein Toter in einem Käfig. Kann man hier mal Licht anmachen, bitte? Ich sehe nämlich nichts. Ich habe Stimmen gehört. Ach du Scheiße, ich mach gerade mein Winamp an, ist da ein Lied von Bruno Mars drin. Ich glaube, es hackt. Sorry. Ja, du bist da schuld. Du musst wissen, dass ich ihm das geschickt habe. Ah, hör auf zu zielen, Mann. Ah, ich habe mich voll verirrt. Ah, da ist es nicht. Ach, hier ist ja ein Dinger. So. Licht. Aha. So. Oh, Caddock, ey, mach dich mal nützlich und mach eine Fackel an. Weil hier geht's nämlich weiter. Nö, gar nicht. Oh, die Frau kann doch nicht mal ihre Fresse halten. Typisch Frau. Kenn ich. Das hast du gesagt. Huschen hören? Und was, wenn? Ja, aber was? Dinge, die huschen, mag ich nicht. Er mag keine Dinge, die huschen. Ich liebe Heiltränke, die schmecken nach Erdbeere. Echt? Das hat Elara gerade gesagt. So. Also seit du mich das letzte Mal gefragt hast, dass ich auf die Uhr gucken soll, sind jetzt schon 14 Minuten um. Ja, ich weiß, ich nehme zwei Parts auf. Achso, okay. Das hatte ich auch schon mitgekriegt. Läuft. Okay, ich bin ja schon ruhig, muss mir ja nicht gleich anschreien. Hm. Meine Frau hat immer gesagt, diese Höhlen sind gefährlich. Ich hab das gesehen. Das stimmt nicht. Ich weiß. Dass es keine Gefahr gibt, ab und zu mal eine Fledermaus, mehr nicht, bevor wir im Dunkeln stehen. Ich ahnte nicht, dass da etwas Böses in den Schatten lauerte. Ich dachte, es wäre nur eine Fledermaus. Ah, lass mich durch. Bis mein Hals in seinen Fängen war. So ein Mist. Meine Frau hatte recht. So ein Mist. Als ob das so schlimm ist, wenn eine Frau mal recht hat. Das ist schlecht für das Ego. Mach die tot, mach sie tot, mach sie tot! Alles okay? Du siehst nicht so gesund aus, Caddock. Ich mach nur Licht. Mach sie doch... Alter! Er soll die Insekten tot machen. So. Sehr gut. Die zermatschen grün, das ist ekelhaft. Was haben wir hier? Ah. Munition. Und einen etwas helleren Raum. Dann kann ich doch mal... Alter. Eben auch so. Brauche ich nicht. Ich kriege mal wieder Erdbeerheiltränke die ganze Zeit. Oh, das ist hier wieder so... Hä? Nein, ich wollte doch da drüben weiter. Körperkriecher. Mach sie tot, bitte. Aua. Nein, mach du sie... Jetzt kommt ein Kampf. Jetzt kommt ein Kampf. Nein, das habe ich noch nicht mitgekriegt. Mach sie tot, ich schütze mich einfach nur. Ich stehe gerade nur da und halte mein Schild hin. Aber ich habe überlebt. Die sind voll grünmatschig.
Gold. Mal wieder. Und schon wieder ein Toter, der uns wieder eine Geschichte erzählt. Ist das irgendwie ein Achievement, die zu sammeln? Ich habe keine Ahnung. Verflucht. Ich musste meine Magie ohne die Klapperkriecher dezimieren. Das ergab sich ziemlich aus meiner Theorie, dass Elektrizität bei deren Erschaffung verwendet wurde. Ich wusste, dass es so viel... Hä, wo bin ich denn jetzt hin? Oh Gott. Ach du Scheiße, ist das verwirrend hier groß. Na, du meintest ja, das wäre so riesig hier. Mhm, ist das. Ich hab mich verirrt. Mama! Oh, ich hänge irgendwo fest. Wird's mal hell dann? Dass Elektrizität bei deren Erschaffung verwendet wurde und ich nie gewusst hätte, dass es so viele sind. Ah, so. Ach, ich war eben am gleichen Ort wie gerade auch, oder? Ein Drachentrainer. Gib mir! Jetzt lass mich weg hier. Die Waage können die Gefangene nicht hier lang geführt haben. Hey, ich habe 4 von 4 Drachentränen gesammelt. Kampfaufladungsschaden erhöht. Schön. Laufe ich gerade richtig? Geht tief runter. Geht tief runter. Du kennst doch das Sprichwort. Je tiefer der Schacht, desto reicher an Gold. Du kennst doch das Sprichwort. Je tiefer der Schacht, desto reicher an Gold. Nee, kenne ich nicht. Das hat Lara gerade gesagt. Du, ich dachte, du meinst das jetzt ernst. Nein. Ah! In Stücke geschnitten. Ja, das hast du sehr schön gemacht. Fein Caddock Keks. Keks. Einen leckeren Keks. Komme ich denn da oben rauf? Da sind 2 Kristalle. Ein Buch. Verstreue hier, was verbleibt von 2, die das Feuer verzerrte. Asche von einem für immer verdammt und einem, der sein Grab drang. In sein Grab drang. Hä? Ja, dann tu das doch. Ja. Ich wette, wir kriegen wieder so ein Skelett und Gegner. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Warum ist es hier so riesig? Und hier ist wieder eine Tauschstation. Und es hat auch gerade gespeichert. Deshalb neige ich dazu zu sagen, einfach mal hier einen Cut zu machen. Und hier bei den Gräbern, wo irgendeiner tief reindrang oder keine Ahnung was. Was? Das stand da in dem Buch drin. Ja, ja, immer tief reinpushen. Ja, genau. Hier steht, und einem, der in sein Grab drang. Ja. Wir müssen irgendwas oben 2 Aschehäufchen finden oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls wurden mir gerade so 2 Aschehäufchen angezeigt mit einem Totenschädel. Naja, aber das machen wir erst nächstes Mal. Und ich beende hier mit dem Part und sage ciao, Leute. Tschüss. Und bis dann mit Let's Play Hunted.